Jetzt kommen wir zur Latte Art. Latte Art bezeichnet die künstlerische Gestaltung der Oberfläche von Espresso-basierenden Getränken mit Milch eben. Und es geht dabei darum, dass ich die Milch so einschenke, dass sie sich mit der Crema, mit dem Espresso verbindet und ich dann auf der Oberfläche durch eine bestimmte Eingusstechnik die Oberfläche verzehren kann. Wichtig ist dafür, dass man eben diese feinporige Milchkonsistenz hat, die ich euch eben gezeigt habe, wie man die schäumt, und auch einen spitzen Schnabel im Milchkännchen, damit man wirklich diesen Milchstrahl gut dosieren kann. Die richtige Dosierung ist nämlich sehr wichtig, das zeige ich euch gleich. Ich darf eben auch nicht zu langsam einkippen aus dem Kännchen, weil sonst läuft die Milch unter dem Schaum durch und der Schaum bleibt zurück im Kännchen, sondern ich muss eine gewisse Schnelligkeit auch erreichen, darf allerdings auch nicht zu schnell gießen, weil sonst kann ich nicht mehr zeichnen. Wie das abläuft, zeige ich euch jetzt. Ich fange langsam an, unten zentral einzugießen. Langsam und gleichmäßiger Milchstrahl. Wenn jetzt es halb voll ist, gieße ich schneller, hebe unten das Schwänzchen wirklich an, bildet sich hier das Herz. Ich kann nach unten durchwandern und das ist die Grundform. Erstmal das Herz. Als leichte Variation zum Herzen kann man auch diese Form machen, auch hier unten eingießen. Jetzt bei halbem Füllstand so ein bisschen links, rechts schwenken und nach unten durchziehen. Dann hat man so ein bisschen rosettenartiges Herz.